Werden Mediziner, also vor allem, also insbesondere als Ärzte, werden die tatsächlich von Startups gesucht und gebraucht oder ist es eher etwas, wo man sagt, naja, kann ich auch einen Biologen für nehmen? Definitiv gebraucht und gesucht, auf jeden Fall. Ich schicke dir hinterher mal noch einen Link, einen Link zu einem ganz schönen Beitrag, warum der Mediziner in der Startup-Welt, die Medizinerin, so wertvoll ist, in Anführungszeichen, was wir für Attribute mitbringen, die man in dieser Startup-Welt einfach sehr gut gebrauchen kann. Man darf nie vergessen, dass man, wenn man Medizin studiert hat, hat man allgemein ein sehr umfassendes, sehr breites Wissen. Man ist sehr breit ausgebildet, man hatte irgendwie schon Erfahrungspunkte, vielleicht auch zur Forschung, je nachdem, ob man eine Doktorarbeit gemacht hat oder nicht. Man ist sehr, sehr breit ausgebildet, man hat vor allen Dingen gelernt, sehr strukturiert zu arbeiten, weil sonst würde man dieses Studium gar nicht schaffen. Man kommt ja nicht durch 7 Jahre Medizin, wenn man sich nicht selbst strukturieren kann. Und dieses Ansehen, das ist in dem Fall tatsächlich ein Vorteil, muss man sagen. Und es ist auch so, dass viele Startups, die jetzt in diesem Medizinbereich tätig sind, dass die auch einfach angewiesen sind auf die Expertise von einem Arzt, weil die klinische Sichtweise ist einfach sehr, sehr viel wert. Und man vergisst manchmal, weil wir natürlich auch so in unserer Blase sind mit unseren Freunden, die vielleicht auch Medizin studiert haben, dass wenn ich jetzt irgendwie BWL studiert habe und ich mache jetzt ein medizinisches Startup, dass ich ganz, ganz viele Fragen einfach nicht beantworten kann. Und dafür brauchen sie auch häufig Mediziner im Team und sind total froh, wenn sie welche haben, weil das natürlich auch nicht nur Expertise ins Team bringt, sondern aber auch nach außen hin halt ein super Zeichen ist, wenn man als ausgebildeter Arzt oder Ärztin sich für ein Thema so begeistern kann, dass man in einem Startup arbeitet, anstatt den sicheren Weg in der Klinik zu nehmen. Und das ist für Außenstehende immer ein sehr starkes und gutes Zeichen. Okay. Nee, spannend, weil das, man hat ja nicht das Gefühl, dass also man hat immer das Gefühl, ich studiere Medizin, also bin ich gezwungen, Arzt zu werden. Das ist so quasi auch die Erwartung, die von außen da ist. Und immer mehr Leute entdecken aber auch, du musst nicht unbedingt einfach nur Arzt werden. Du kannst auch in die Forschung gehen, du kannst aber auch zu einem Pharmaunternehmen gehen, du kannst zu einer Versicherung gehen oder du kannst bei einem Startup einsteigen. Was mich jetzt aber auch interessieren würde, weil du gesagt hast, ihr seid darauf angewiesen, dass wir irgendwie diese Expertise, diese klinische Expertise mitbringen. Würdest du sagen, man sollte nicht direkt nach dem Studium da einsteigen, sondern vielleicht erstmal ein Jahr arbeiten oder 2 Jahre arbeiten? Oder glaubst du, man hat auch Chancen direkt nach dem Studium? Also sagen wir mal so, Arbeitserfahrung im klinischen Bereich ist sicherlich nicht von Nachteil, sondern wäre wahrscheinlich eher ein Vorteil. Allerdings würde ich auch nicht ausschließen, dass es Sinn macht, nicht auch nach dem Studium schon in dem Bereich einzusteigen, wenn man das möchte. Weil ja, du hast dann vielleicht nicht die Erfahrung aus einem, aus zwei, aus drei, aus 4 Jahren klinische Erfahrung, aber du hast trotzdem noch den Wert, dass du dich sehr, sehr schnell, und ich glaube, das ist ein Attribut, was fast jeder Medizinstudent oder Studentin mit sich führt, dass man sich sehr, sehr schnell in komplexe Themen einarbeiten kann. Und das ist ein Wert, der ist wirklich unfassbar hoch einzuschätzen. Ich glaube, das ist so von Vorteil, weil wir einfach viele, viele Berührungspunkte mit medizinischen Themen über die 6, 7 Jahre, je nachdem, wie man studiert hat, schon hatte und dadurch da schnell sich sozusagen eingraben kann. Und das ist so viel wert, dass es auch von Vorteil sein kann, wenn man vielleicht noch nicht in der Klinik gearbeitet hat, und hat man sicherlich auch Chancen, irgendwo eine gute Stelle zu bekommen, auch wenn man jetzt noch nicht gearbeitet hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte aber in der Klinik irgendwie mich erstmal ausprobieren oder ein Jahr irgendwo zu arbeiten, ist das sicherlich was, was eher nochmal aufwertet. Okay, das sind super spannende Einblicke. Wenn du jetzt nach der Uni kommen würdest oder du bist jetzt nach einem Jahr in der Klinik gewesen und sagst irgendwie, das ist irgendwie nicht so für mich, wie würdest du das angehen, jetzt retrospektiv, wenn du jetzt nicht diese E-Mail bekommen hättest? Gute Was würdest du machen? Frage. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, bei welchem Punkt man startet. Für mich war es ehrlicherweise so, dass ich sozusagen schon immer so gewisse Berührungspunkte hatte und ich bin sozusagen nicht bei Null gestartet. Mir war schon immer klar, dass es eine Welt gibt außerhalb des Krankenhauses, außerhalb der Klinik, dass es andere Alternativen gibt, die auch durch, also was halt, was Alternativen sind, die jedem zustehen. Man muss nicht in der Klinik arbeiten, nur weil uns das im Studium so ein bisschen so aufgetragen wird. Und man muss sich vor allen Dingen auf keinen Fall schlecht fühlen, wenn man das Gefühl hat, dass das Krankenhaus nicht der richtige Arbeitsplatz ist. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
dass man sich gezwungen fühlt, in der Klinik zu arbeiten, weil man Medizin studiert hat, das ist Quatsch. So, wir haben ein tolles Wissen, was man vielseitig anwenden kann und trotzdem vielen, vielen Patienten helfen kann, wenn man das möchte. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt bei Null anfangen würde und ich hätte noch nie einen Bezugspunkt gehabt zu diesem ganzen Thematik Startups, dann würde ich irgendwie probieren, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und wie kann man das machen? Tatsächlich läuft gefühlt viel heutzutage über LinkedIn, über so eine Business-Plattform ab, wo fast, also gefühlt jedes Startup irgendwo präsent ist. Und man kann zum Beispiel damit anfangen, dass man halt einfach dass man mehr und mehr medizinischen Startups folgt und verfolgt, was die überhaupt so machen, sich die Websites anguckt, versucht einzulesen, um so ein bisschen besseren Eindruck irgendwie von dieser ganzen Thematik irgendwie auch zu bekommen. Also ich meine, man weiß natürlich auch nicht, ob jetzt die Startup-Welt was für einen ist, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, ne? Das ist ja auch irgendwie klar, das ist dann ja auch so ein Schuss ins Blaue irgendwie. Worauf muss ich mich da einstellen, wenn ich jetzt bei einem Startup anfange? Also die Frage, die sehr häufig gekommen ist, ist, hat es sich finanziell gelohnt oder was muss ich für Abstriche finanziell eventuell machen, wenn ich jetzt bei einem Startup anfange? Also da muss man definitiv sagen, Startup macht man nicht fürs große Geld. Also das, was man muss finanzielle Abstriche machen. Es ist nicht so einfach, muss man schon sagen. Du verlässt deinen sicheren klinischen Arbeitsplatz, der ehrlicherweise jetzt auch nicht so schlecht bezahlt wird. Ja, man arbeitet viel, aber man kriegt ja auch einfach einen sehr guten Lohn dafür. Und im Startup tauscht man diesen sicheren Arbeitsplatz gegen einen Arbeitsplatz, wo man gar nicht weiß, wie sieht der in einem Jahr aus. Ja, als Startup rennt man quasi von Finanzierung zu Finanzierung. Das heißt, es kann immer sein, dass die nächste Finanzierung vielleicht nicht funktioniert und dass man ein Jahr später auch ohne Job dasteht. Das ist schon halt auch eine Entscheidung, so ein bisschen ins Risiko und für das Ungewisse. Und man muss definitiv auch Gehaltseinbußen, sage ich mal, hinnehmen. Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie groß und wie alt das Startup schon ist. Wenn man jetzt in einem Startup ist, was schon vielleicht 3, 4, 5 Jahre etabliert ist, dann verdient man da sicherlich nicht viel weniger oder das Gleiche wie bei einer äquivalenten Stelle in der Klinik. Aber wenn man jetzt bei einem Startup ist, was vielleicht noch relativ jung ist, kurz nach der Gründung oder vielleicht irgendwie nach der ersten Finanzierung, dann muss man schon damit rechnen, dass man deutlich weniger verdient. Prozentual würde ich jetzt mal schätzen, dass man je nachdem irgendwo bei 60-70% vielleicht landet. Ja. Also die Leute wollen immer gerne Zahlen hören. Deshalb, ich sag mal so, im ersten Jahr habe ich glaube, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich sein, zwischen 60.000 und 80.000 durch die ganzen Überstunden verdient. Mhm. Ich denke, du wirst mit der Chirurgie wahrscheinlich auch in der ähnlichen Range gelegen sein. Ja, obere. Mit was kann ich rechnen, wenn ich bei einem Startup anfange? Jetzt vielleicht kleines Startup, mittleres Startup, größeres Startup. Ja. Ich würde sagen, kleines Startup, also sehr frühe Phase, du bist vielleicht einer der ersten 5 Mitarbeiter, du bist eine der Personen, die noch viel bewegen kann, aber die Idee oder die Umsetzung ist noch sehr am Anfang, liegst du wahrscheinlich irgendwo zwischen 40 und 50k, mutmaßlich, kann vielleicht auch höher sein, nicht drunter wahrscheinlich nicht. Umso älter du wirst, desto höher ist das. Ich würde sagen, dass man schon auch Gehälter irgendwo zwischen 60 bis 80k bekommen kann, wenn das Startup schon ein bisschen weiter ist, wenn es gut finanziert ist. Kommt natürlich auch darauf an, in was für eine Rolle du eingesetzt wirst. Wenn man jetzt sozusagen äquivalent irgendwie zu einem Trainee irgendwo im Pharmabereich oder so, da gibt es ja auch so Programme für Ärzte, dass man da als sogenannter Trainee irgendwie einsteigt und sich hocharbeitet, wenn man eher sozusagen so anfängt, vielleicht noch keine Mitarbeiter unter sich hat oder so, dann muss man dementsprechend eher Richtung an die untere Grenze gehen. Aber wenn man jetzt vielleicht schon, sagen wir mal, du hast 4 Jahre in der Klinik gearbeitet, vielleicht hast du sogar schon einen Facharzt, kommst dann in ein Startup, wo vielleicht schon 30 Mitarbeiter, 40 Mitarbeiter sind und du kommst als medizinischer Leiter dahin und hast vielleicht 3 Angestellte, 4 Angestellte unter dir, da kann man sicherlich auch mehr verdienen, dass man da irgendwo ab 70.000 oder mehr ist. Okay. Und ist das Gehalt das Einzige, was man bekommt? Oder wie schaut es aus? Kann ich zum Beispiel mich am Unternehmen vielleicht beteiligen? Oder Beteiligte werden? Ist ja
Ja, das ist richtig. Am Unternehmen selbst beteiligen, das wäre schon, ist natürlich sehr risikobehaftet, wenn man, wenn man das machen würde. Theoretisch wahrscheinlich geht es auch, Eigenkapital irgendwo mitzubringen, ist jetzt aber nicht die Regel. Was es gibt, ist, dass es sogenannte so Beteiligungs-ESOP-Programme gibt. Es würde bedeuten, dass man, wenn man irgendwo sehr früh dabei ist, dass man sozusagen virtuelle Anteile an dem Unternehmen bekommt. Warum heißt das virtuell? Das heißt virtuell, weil du wirst nicht Gesellschafter dieser Firma, die schon meistens besteht. Wenn du einer der Gründer bist, dann bist du Mitgesellschafter. Dann sind es wirklich reale Anteile. Dann bist du mit eingetragen in die Gesellschaft. Wenn du aber quasi dazukommst, sozusagen in einem zweiten Schritt, wo vielleicht schon die Gründungsidee, die Gründer stehen und die bauen jetzt das Team auf und du kommst dann dazu, dann geht es meistens darum, dass man sogenannte virtuelle Anteile bekommt. Das heißt, dass die dann sagen würden, okay, pass auf, du machst Abstriche im Gehalt, ja, das ist in der Startup-Welt so, das ist sehr idealistisch, man verzichtet auf Gehalt, die Arbeitszeiten sind mitunter gar nicht so viel besser, aber vielleicht angenehmer, weil man keine Wochenenddienste, keine 24-Stunden-Dienste mehr hat und so weiter. Dafür kriegst du aber kriegst du eine bestimmte Prozentzahl an virtuellen Anteilen. Das heißt, wenn die Firma irgendwann mal verkauft werden würde in der fernen Zukunft nach 7, 8, 9 Jahren, dann kriegst du diesen Prozentsatz des Verkaufspreises ausgezahlt. Das heißt, langfristig, wenn das Ganze halt gut funktionieren würde, dann könnte sich das irgendwann mal auszahlen. Ist natürlich auch einfach ein Anreizsystem, um halt Vollgas zu geben in einem Startup, damit du halt einfach dann auch Bock hast, das Ganze voranzutreiben. Ja, verstehe ich vollkommen. Also ich glaube schon, dass man viel mehr engagiert ist, wenn es einem wehtut, wenn das Startup untergeht. Als wenn ich in einem Unternehmen hocke, meinen Lohn kassiere und denke mir so, ist doch eh nicht mein Unternehmen, kann mir egal sein. Wenn die morgen pleite gehen, dann gehe ich halt woanders hin und verdiene dieselbe Geld. Was juckt dich der Aktienkurs, wenn du für Novartis arbeitest, wenn du keine Novartis-Aktien hast? Ne, dann ist dir das egal, du bekommst dein Gehalt, hast vielleicht noch irgendwo einen kleinen Bonus für irgendwelche Ziele, die du erreichen musst, aber eigentlich ist es dir egal, wenn du aber sozusagen selbst mit deiner Arbeit den Wert sozusagen vorantreiben kannst, die Idee, um das Ganze größer zu machen, um das Ganze auf die Straße zu bringen, wie auch immer, dann ist der Anreiz natürlich viel größer.